Hallo Welt. Hallo Richie. Hallo Sandra. Ja, da sind wir wieder. Ja, Startprobleme? in der Tat bei mir. Mein Aufnahmeprogramm möchte nicht so richtig. Was mich irgendwie wundert, so ein bisschen. Was ist denn da hinten schon wieder? Noch so ein Paket. Wieder ein Paket angekommen? Scheint so. Ein Gefangenentransporter. Ah, Können wir einen okay. befreien? Ich will nicht sterben, bitte. So, komm raus und tschüss. Danke für Oh. die Rettung. Gut. Du solltest Eden um nichts bitten müssen. Denk daran, was sie vor den Bomben getan haben. Die schulden uns was. Aha. Okay. Was machen wir denn? Wo sind wir denn? Okay, hier ist ein Außenposten, den wir uns dann krallen sollten. Okay. In die Richtung 350 Meter. Was ist denn hier los? Enten, Enten. Ja, ich habe Oh, Enten gehört. die fehlen mir noch. Waren hier beim Wasser irgendwo? Ich habe auch welche gesehen gerade. Oh, habe ich ja dabei. Hier Enten da. Wo ist die Waffe? So fängt man doch keine Enten. Ach, habe ich die gar nicht dabei? Warum brennt denn der Baum? Da, ich weiß es nicht. Vielleicht ist jemand davor gefahren? Ausgerüstet, steht doch hier. Hä? Ist ja gar nicht ausgerüstet. Ah, jetzt sind die Enten weg. Hart zu sterben gewesen. Oh, was habe ich die Enten gesucht? Das ist doch das Letzte, was mir noch fehlt. Ich habe deren Auserwählte kämpfen sehen. Was kommt da an? Fuchs mit einer Beute. Geht ja mal gar nicht. Nein. Hat er die Gans gestohlen? Nein, er hat den Hund getötet. Ach, das soll Oh. ein Wolf sein. Sah jetzt aus wie. Da komme ich nicht hoch. Sah aus wie ein Fuchs. Ja. Also ich habe arge Probleme hier mit Far Cry und dem Aufnahmeprogramm. Echt? Die Aufnahme war jetzt gerade einfach beendet. Ah, jetzt habe ich die richtige Waffe. Wie kommt das denn? Wo habe ich die denn jetzt auf einmal her? Für die Entenjagd. Oh, jetzt sind wir weit weg von den Enten. Moment, ich muss mal gucken, ob die Aufnahme läuft bei mir. Okay. Nein, nein, nein. Jetzt fängt sie an zu laufen. Aha. Okay, weiter geht's. Nehme Pfeilung. Wie viele Alarmglocken sind hier? Weiß ich nicht. Da sehe ich eine, da hinten. Alarm ist aus.
Okay. Und ich bin weg. Nein, ich bin da. Och. Das ging aber schnell. Ja. Sehr gut. Ob die Natur mit dem Regen wieder zum Leben erwacht. Du bist ein echter Spaßvogel, weißt du das? Plündern wir eine Runde? Yep. Ich glaube, den habe ich schon, oder? Nee, dann. Aha. Gott, für eine letzte Tasse würde ich den ganzen Kollaps nochmal mitmachen. Was haben die denn hier gemacht, Mensch? Überall tote Tiere, oder? Ja. Sind ja schlimmer als wir. Albino-Hirsche. Der Tresor ist offen hier oben. Mhm. Ach, da oben war ein Tresor. Im Käfig, jawohl. Okay. Und dann gäbe es hier auch einen Zettel gleich. Ja. Du und Rush, ihr bewegt hier was. Notiz der Highwaymen. Hier sind die Vorräte, um die ihr gebeten habt. Sorgt dafür, dass hier alles bis an die Zähne bewaffnet ist, wenn ich das nächste Mal vorbeikomme. Und seht zu, ob ihr einen von diesen Sektenspinnern fangen könnt, solange ihr hier seid. Die Zwillinge scheinen zu glauben, dass die irgendwelche Geheimnisse haben. Und wenn wir die für sie rausfinden können, haben wir ausgesorgt. Okay. Und drinnen bei den... Oh, hier draußen ist auch noch was zu lesen. Warte, ich komme. Hier ist auch noch Kassettenrekorder gleich aufnehmen. Ah ja. Und eine Highwayman-Mitteilung. Wenn ihr fertig seid, die Eroberung eines leeren Gebäudes zu feiern, dann geht verdammt nochmal wieder auf Patrouille. Es gibt Spuren von diesen Drecks-Hippies in der Gegend und ich will keine Überraschungen erleben. Okay. Und abspielen. Highwaymen, der Ort hier hat mal religiösen Spinnern gehört. Diese Freaks mit Pfeil und Bogen, die uns nachts immer attackieren. Also passt gut auf und sagt Bescheid, wenn ihr rausfindet, was zum Teufel mit denen eigentlich los ist. Okay. Ja, spannend. Dann ist drin noch etwas zu lesen. Wo? Hier. Mir nach. Oh nein.
Noch eine Highwayman-Notiz. Frisches Fleisch. Ihr Idioten, bringt mir frisches Fleisch. Ich bin tatsächlich wählerisch bei dem, was ich euch koche. Wenn ihr mir weiter so eine Scheiße bringt, dann füttere ich euch eben mit Scheiße. Und dann seid ihr schwach und nutzlos, wenn die Hippies nachts rauskommen. Wollt ihr das? Ein Tier? Ein Bär? Wollen wir das? Nee. Ach, die Aufnahme ist schon wieder bei mir abgebrochen. Ja. Ich weiß auch nicht, wie ich das schneiden soll, weil die ganzen Aufnahmen dann ziemlich am Ruckeln sind auch. Okay. Ja. Das ist aber auch neu. Das ist auch nur bei Far Cry. Oh, hoppla. Gab es ein Update oder so? Es gab irgend... Ja. Von hier von? Ja, es... Nvidia, genau. Es ist, das Problem fing tatsächlich an nach einem Grafikkartentreiber-Update. Tja, vielleicht sollte man die nicht immer machen. Ja, ich glaube auch. Es scheint jetzt immer schlimmer zu werden. Oder läuft was im Hintergrund bei dir, Festplatten... mäßig irgendwas. Weniger als sonst. Ich habe ja nur noch einen Monitor. Ach so, ja, das ist ja gar nicht dann drauf auf der Aufnahme. Bei mir zumindest nicht. Ja, mein Monitor ist hinüber und deswegen wird die Auflösung eine andere sein. Bei den Aufnahmen bei mir auf dem Kanal, aber bei dir, Sandra, ist ja alles so wie gehabt. Ja. Okay, ich glaube, wir haben hier noch einen Tresor. Sehr schön. Was machen wir denn als nächstes? Ja, wir hätten noch einen Außenposten, das Wasserloch, in der Nähe. Ja. Dann sind wir in der Nähe einer Story-Mission. Ja. Ist ein bisschen weiter weg. Sollen wir ein Auto nehmen? Können wir machen, ja. Gucken wir mal, was wir finden. Ich hätte ja gerne das hier. Ich habe es hergestellt. Ja, und? Kriege ich es jetzt oder nicht? Dann kann Ritchie nämlich fahren. Oh, 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 hier. Ja, du fährst. Oh. Ja. Soll ich mich nicht umziehen dafür? Muss ich dich langsam umziehen? Karneval ist vorbei. Oder haben wir schon wieder Karneval? Wenn die Folge rauskommt. Ja, könnte hinkommen. Ja, dann zieh dich um und zeitlich, weiß ich nicht, habe ich nicht geachtet. Wir müssten noch ein bisschen was haben. Ja, gut. Dann zieh dich mal um und dann fahren wir schon mal ein bisschen in die Richtung, wo wir hinwollen. Okay. Oh, was trage ich denn? Wohin geht's? Zum nächsten Außenposten, das Wasserloch. Ein Wasserloch? Mhm. Wie wär's hiermit? Noch hast du dein Einhorn an. Ach so. Terminiert alles grüßen, ne?
Okay. Die Ruckelpartie. Was ist das? Holen wir uns den? Natürlich, ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe Unschuldige getötet. Hast du Unschuldige getötet? Nö. Oder ich? Kann sein. Oder bin ich irgendwo rübergefahren? Ich habe keine Ahnung. Oh, ja, da sind ein paar Unschuldige. Die liegen da noch rum. Dann haben wir die aus Versehen niedergemetzelt. Tut uns leid. Um die Kurve. Deine Haare wehen richtig im Wind und so. Ja, deine auch. Sieht komisch aus. Wer, wie, wo, was? Oh, Richie, das war was? Jetzt nicht klug. Der Außenposten ist ja schon hier. Fahr weiter. Die haben uns nämlich jetzt schon entdeckt und machen Alarm. Fahr weiter. Fahr weg. Fahr weg hier. Irgendwas. Fahr einfach weg. Wir müssen uns doch anschleichen. Wir freien Außenposten, ja. Was? Ja. Oh, oh, halt dich fest. Ja, er hat Verstärkung gerufen. Egal, wir sind erstmal weg. Oh je, yeah, oh je, yeah, oh je. Yeah. Okay. Da war ein Baum. Ich würde sagen, lass die Karre hier. Hoppla. Okay. Nein, ich wollte... Die Wegmarkierung wurde mir angezeigt. So. Was haben wir hier? Burn your sins. Ach, oh, jetzt schwimmen gehen. Ja, schön kühl. Okay. Ja, ich glaube, den Außenposten müssen wir sowieso in der nächsten Folge dann. Ja. Trotteln wir mal langsam in die Richtung und verabschieden uns in der Zeit. Ja. Yep. Also, vielen Dank für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Ja. Daumen hoch an euch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.